weil Münster die Zone aktuell sehr gut dicht macht. Evans Rapid zieht ohne Angst zum Korb und wird von Graham abgeräumt. Ballbesitz für Münster. Und Bertram Yakshali ist da, lässt krachen! 10 Punkte Führung für die Gladiators. Bertram Yakshali ist hier aktuell der Mann im vierten Viertel. Zieht den Ball mit dem ersten Dank. Na, das hat nicht funktioniert. Vincent Friederizzi übrigens auch aufs Feld gekommen. Und Tulane mit dem nächsten Korbleger. Einfach weil Bochum vorne ein bisschen unkonzentriert ist. Ja, weil 25 Punkte bisher nach gut 17 gespielten Minuten ist weit unter dem Saisonschnitt eigentlich. Ja. Und sehr, vorne sehr, sehr drei. Oh, und da direkt der lange Ball. Ja. Ah, da kommt Meier, also komplett verpasst. Die ganze Mannschaft. Da, genau, da hat Bochum überhaupt nicht aufgepasst. Die Haaren da langsam ein bisschen wacher werden und das nächste Mal versuchen, es wegzunehmen. Außer schwieriger Wurf, aber er macht ihn gegen Frierson. Ah, schöner Fadeaway. Wird verfolgt von Reischl, kriegt aber den Ball, schwieriger Wurf. Ja, vielleicht ein bisschen zu sehr fokussiert. Also die Bremerhavener konnten dann nicht Mäuschen spielen in der Auszeit und Fast Break super ausgespielt. Und Henningsson baumelt dann noch. Ja, da ist der Weg offen. Aber dann kommt von der Seite Roman Bedime angeflogen und sagt, nicht hier unter meinem Korb. 12 Sekunden noch. Mit dem BBC-Angriff. Bektashi wirft ein. Die Rasterspieler mit drei Fouls sind noch weiterhin. Liebke, Bektashi, Carver, die auch auf dem Feld sind, mit der 3. Da ist ein Steal, da ist Van Sloten. Der will es heute einfach wissen. Der freut sich unbändig. Es gibt die nächste Auszeit des Gästecoaches, verständlicherweise. Simon. Williams. Oh, wieder Brennecke geklaut den Ball, das zweite Mal. Brennecke mit dem Megadunk. Diesmal macht der Lorenz Brennecke, der ehemalige NBWL-Meister, es richtig mit dem Spawn. Was soll ich denn sagen? Die beiden Jungs geben Karlsruhe ganz viel. Glück für Frankfurt. Oh, Justmann mit dem Block. Ja, Big Play, Justmann. Gefordert sind und das gut machen. Wieder nur noch 3 Sekunden. Das wird ein schwieriger Dreier von Daniel Noll, aber auch der fällt. Für Daniel Noll in seiner ersten Saison in Düsseldorf. Letzte Saison ja noch. Aber in der Hand, wenn sie vorne scoren, wird es schwierig für Düsseldorf ranzukommen. Und das geht so einfach. Der Reverse-Dunk von Courtney Alexander. Komplett frei unterm Korb. Möller da im Tiefschlaf erwischt. Stefan Kunditz muss man auch erstmal machen, da an Stefan Kunditz vorbeizukommen. Rajcovic. Rajcovic über Kunditz. Dann zu Benzing, der kurz antäuscht. Und der erste Dreier vom Kapitän der Jobstairs, Gießen 46ers, trifft so ungefähr 2 Minuten knapp noch. Yoshiko Saibu, Lodders, schwieriger Wurf. Oh, gut nachgegangen da, Jena ist weiter im Ballbesitz, Moore ist es, keine Pfiffe kommen. Und dann ist der Ball bei Gießen, ganz, ganz wichtig. Und wieder gute Defense bei den Quartenbrückern. Kukumis. Ja, muss noch mal rausgeben den Ball. Hat jetzt wieder gegen Huffman das Duell. Geht ins Pick and Roll. Und Tom Döding führt 3 und der hat jetzt ein bisschen Glück mit. Oh, schön gespielt. Auch auf der anderen Seite.